Willkommen zu «Zusammen im Zentrum», das Gespräch, das täglich kommt auf der Plattform J. Mein heutiger Gast ist ein Hahn im Korb. Das ist eine gute Vorstellung. Ja, du bist Feiermann, aber bist schon mal so vorgestellt worden? Nein, ehrlich gesagt nicht, aber es ist etwas Neues und ja, ich freue mich. Sonst würde ich sagen, SVP-Politiker, rechtsaus, chancenloser Gemeinderatskandidat. Es ist schon schöner Hahn im Korb, wobei mit dem anderen Bösen komme ich gleich hinterher. Du bist der SVP-Gemeinderatskandidat auf dieser bereits berühmten Mitte-Rechts-Liste. Ihr wollt eigentlich das versuchen zu erreichen, was mal vor 30 und mehr Jahren die Mitte-Links-Liste gemacht hat, oder scheinbar jetzt Mitte hat abzügelt an der Linken. Ist das richtig erklärt? Ja, das ist eigentlich richtig erklärt. Wir sind der Meinung, dass jetzt nach 30 Jahren endlich etwas passieren muss. Wir sagen, die RGM Rot-Grün Mitte hat die Stadt eigentlich zu Tod regiert und darum braucht es einen Wechsel. Harte Wort. Ja, ich glaube, die braucht es. Er wird dem SVB schon gerecht zu Tod regiert. Was ist denn so Tod? Ja, es findet heute einfach keine Diskussion mehr statt in diesem Gremium, in dieser Stadtregierung. Sie sind einfach Geschäfte einfach durchwinken. Es findet keine kritische Diskussion mehr statt. Man schaut die Geschäfte gar nicht mehr anschauen. Und dem kann man schon zu Tod regiert sagen, wenn man einfach alles nur so tut, einfach durchwinken. Ist es aber nicht ein Unterschied, also die Regierung, also wenn ich jetzt die Regierungsleute frage, ob jetzt Nause oder Vograferiti sagen, nein, es wird diskutiert.